Ja, hallo Freunde, es ist wieder soweit, Castle Trader Zeit, heute wieder mal am Sonntag. Ja, heute mal ein Special Video zum Thema Performance Oktober, Kontoauszug CapTrader, Dividenden, welche Strategien habe ich offen? Wir gehen in Option Net Explorer. Ja, ne, weil immer wieder dieselben Fragen kommen, ja, handelt es die und die Strategie selber? Ja, wenn man was verkauft, muss man mal einen Kontoauszug zeigen. Ja, gut, dann gucken wir halt heute mal rein vom Oktober. Bin auch noch in September und August zurückgescrollt, weil ich mache meine monatlichen Auswertungen immer, die zeige ich euch dann mit so einem kleinen Beitrag. Wie gesagt, wir gehen rein, was ich offen habe, weil ich jetzt nach Deutschland fahre und so weiter und so fort. Wird eine spannende Kiste, halbe Stunde, mal was ganz anderes heute, ne? Jo, wir hauen direkt den Disclaimer rein, die schöne Musik und dann legen wir gleich los. Bis gleich. So Leute, jetzt geht's mal los hier, weil in Anlehnung an das letzte Video, da dachte ich mir doch mal, kriegst ja immer Fragen, Mensch, jetzt verkauft der auch noch irgendwie Coaching oder Stunden. Ich bin ja kein wirklicher Coaching-Verkäufer jetzt in dem Sinne. Aber ja, dann kommen immer die Fragen, handelst du das auch selber? Ja, zeig doch mal einen Kontoauszug. Es zeigt ja nie einer einen Kontoauszug. Und ja, erzählen kann man ja viel. Ja, und da dachte ich mir, habt doch recht, das ist auch so. Deswegen habe ich es jetzt mal zum Anlass genommen. Wir haben den 1.11., wo ich das Video mache, weil ich verlege übermorgen nach Deutschland und da habe ich dann ehrlich gesagt keine Lust auf Videos, beziehungsweise habe ich da mal Familie und Freunde um mich rum. Da dachte ich mir, pass auf, der Oktober ist jetzt mal rum. Wir machen jetzt mal ein Video. Was habe ich A am Laufen an noch offenen Trades? Der Markt geht auch noch runter, hier sehe ich gerade. Was habe ich im Oktober eigentlich an Geld verdient? Dividenden und Optionshandel. Ne? Alles andere lassen wir jetzt mal raus. Das hatte ich ja immer gepostet, weil das ja immer mal gefragt wurde. Ja, was machst du denn da mit dem Affiliate? Ne? Hier Trade Scanner und die ganzen Sachen und Amo-Brokers, neue Kunden und so weiter. Wie gesagt, ich mache nur Werbung dafür, was ich für Dinge, die ich auch selber nutze. Das wisst ihr. Ich möchte transparent sein. Ich möchte, dass ihr was lernt. Ich möchte auch diejenigen, die ein paar Euro 50 bei mir lassen, auch was lernen. Und ich habe auch keine Lust, dass dann irgendwann im Internet heißt, weißt du, oh, der macht das auch. Alles Schrott, der wedelt hier mit Geldscheinen rum, die ich nicht habe. Und ja, ne? Deswegen dachte ich, komm, wir machen heute mal. Ich wusste jetzt auch nicht so ehrlich gesagt auf die Schnelle, was wir mal für ein Video machen können. Da dachte ich mir, pff, passt doch, dann zeigst du mal hier deine Optionshandelsergebnisse auch mal im CapTrader-Konto. Es kommt noch ein Amo-Konto und 40.000 oder knapp 40.000 dazu. Dann machen wir dann Zero DTI. Das läuft aber im Club bei Share Deals. Dazu dann auch noch mal in Kürze mehr. Das geht dann in ja, so gut 2 Wochen los. Da kann man es dann richtig tracken, was ich an Performance da mache mit dem 0 DTE. Im Hauptkonto ist es bei mir schwierig, weil bei mir alles in einem Konto ist. Da ist vom ETF über Optionshandel, über Dividenden, da ist halt alles drin. Ne? Und dann zerreißt es dir natürlich jetzt, nachdem es ja wochenlang nur runtergeht, diverse ja, Investitionen. Ja, gut. Dann geht der Gesamtkontostand runter und die Performance ist irgendwie, ich bin gleichbleibend den Monat. Ne? Das Jahr, year to date, ist bei mir minimal im positiven Bereich. Deswegen habe ich gedacht, komm, wir zeigen mal einen Kontoauszug von den Optionstrades. Dividenden könnte ich euch jetzt auch alles zeigen, aber ich denke mal jetzt, ihr wisst schon, dass ich hier nicht groß rumfake. Ne? Das heißt groß rumfake, ich fake ja gar nichts. Ich habe auch nichts zu verstecken und zu verbergen. So, das war die Ansprache zum Mittwoch. Also, wir zeigen jetzt mal, oder ich zeige euch jetzt mal die laufenden Strategien plus jetzt einfach mal die Oktober 23 Performance. Logisch im Echtgeld, ne? Ich sitze in Zypern, mir bringt das nichts, wenn ich auf Fake-Demo handeln würde. Ja, also hättet ihr nichts von, ich schon am allerwenigsten, weil da müsste ich die Frau losschicken zum Geld verdienen. Und auch mal mit CapTrader-Auszug, ne? Results, hier ein bisschen Grafik rein, Amo, O4W. O4W kommt übrigens jetzt auch, 20% Rabatt, bringe ich im nächsten Video, denke ich mal, raus. Ne? Cyber Week geht los ich habe es schon wieder vergessen, ich glaube am 20. 11. kommt auch noch mal was, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, ich habe schon gepostet. Jo, jetzt fangen wir doch mal ganz locker flockig an.
Also offene Strategien, Schrägstrich, Trades aktuell. Ja, wenig, da Deutschlandbesuch ansteht. Ist natürlich doof, ich muss natürlich auch Geld verdienen. Ja, ein paar Euro werden schon rumkommen, ne? Ich mache mich da jetzt auch nicht kürre. Ja, ich habe jetzt mal, gestern war der, was, 31.10., habe ich jetzt einfach mal hier von meinem Trader-Dashboard, habe ich einen aktuellen Mindesteinschuss von 199.500 Euro. Da hängen natürlich jetzt auch meine Aktien und das alles drin, ne? Long, Short, ne? Also über alles habe ich eine Cushion von 74, ja, oder sagen wir mal 75 gerundet, also entspricht einer Margin von 25%. Ihr wisst, habe ich noch nie einen Hehl draus gemacht. 20% ist so mein, sagen wir jetzt mal mittlerweile 20 bis 25, ist so meine Wohlfühlzone. Deadline ist 30% Cushion. Es sei denn, ich mache Zero DTI auf dem anderen Konto, da gehe ich bestimmt mal bis 80, 90%. Aber bin ja nur 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden im Markt und dann bin ich wieder raus. Und dann ist die Cushion sofort wieder, ja, keine Ahnung, bei 100 so ungefähr. Also 0% Margin bis zum nächsten Tag. So, was haben wir dann offen? Wir haben offen ein, ich zeige gleich nochmal einen Screenshot von meiner TBS. Ich kann die euch, da ich 43 Zoller habe, nicht so einfach hier mal eben so reinziehen. Das ist ein bisschen tricky. Die läuft jetzt im Hintergrund, damit ich, ich muss direkt mal gucken, das Ding, hier ist der Konto aus, also CapTrader, damit das alles läuft, läuft die TBS, aber ich möchte ihn nicht rumziehen, deswegen habe ich einen Screenshot gemacht. Also, ich habe offen White Wing Condor Strangles. Ja, das ist so eine Castle Trader Spezialname. Ein Condor Strangle, was ist das denn? Das ist nichts anderes als meine SPX Income Strangles mit extrem weiten Legs auf der Long-Seite zum, hier steht schon hinten, Margin-begrenzende Setups sind das, ne? Da habe ich so Pi mal Daumen $500. Das sind, kann auch mal 600 sein, mal 550. Wenn die Volatil ist, vielleicht auch mal nur 470. Das wird man dann sehen, je nachdem, wie ich die Legs aufsetze. Je Trade, das ganze Ding ist unbalanced gehandelt. Ne? Das könnte unter gewissen Voraussetzungen bei mir dann, kann ich euch dann zeigen. Ne? Habe ja gesagt, wir machen ein paar Stunden. Ja, muss man ein paar Sachen zu erklären. Also auf jeden Fall, es sind eigentlich Income-Strategien mit so einem gewissen Grad an. Nicht diskretionär richtig Elementen, aber schon so ein bisschen Charttechnik ist damit drinnen. Ne? So, mehr Risiko auf der Put-Seite, ne? Sagen wir mal so. Margin-begrenzende Setups, deswegen Condor-Strangles. Eigentlich ist es technisch ein Condor, eigentlich ist es aber doch wieder ein Strangle nach meiner Auffassung. Ja. So, dann haben wir Unbalanced plus Neutral Strangles auf RUT-Index, also auf den Russell 2000, mit situationsbedingten verschiebbaren Stoppzonen. Das sind so Income Strangles. Da kann ich meine Stops variieren und komme aber insgesamt bei derselben Performance raus. Hier liegen die Prämien grob um 200 bis 400 US-Dollar. Ne, diejenigen von euch, die bei den Trade-Helden sind, die wissen, um was es geht. Und ja, diverse andere Leute auch schon. Die Prämien liegen hier grob 200 bis $400. $200, wenn die Margin niedrig, die Margin, wenn der VIX, nein, auch nicht der VIX, wenn die Vola tief ist, der RVX, ne, das ist der Vola-Index auf dem Russell 2000, wenn es so hoch ist, so wie momentan, dann liegen wir mal so bei 350, 360 bis 400 maximal. Ne, 400 hatte ich glaube ich noch gar nicht, aber ich habe es mal hingeschrieben, 200 bis 400. Je Trade und Contract. So, dann habe ich Spreads im Trend auf SPX, ja, ne, Bullpull-Spreads und Bearcoil-Spreads nach gewissen festen oder mehr oder weniger festen Regeln. Ja, eigentlich sind es feste Regeln. Hier liegen die Prämien auch um rund 100 bis $500. Ja, man kann das nicht so pauschalisieren immer. Je Kontrakt, je Trade. Mehr Risiko auf der Put-Seite. Nee, was habe ich denn hier erzählt? Das habe ich verschoben. Gar nicht mehr Risiko auf der Put-Seite. Das habe ich von, habe ich das übernommen? Ach, hier von hier oben habe ich wahrscheinlich reinkopiert. Gehen wir mal auf Speichern, dass das wieder alles passt. So, dann habe ich ja Bearcoil Spread Scalps gemacht. Ich nenne das mal so, ne? Keine Ahnung, wie man das sonst nennt. Es sind Bearcoil Optionstrades auf dem SPX. Da lagen die Prämien um rund 100 bis $130 je Kontrakt. Da mache ich Wohlfühlphase ist 3 bis 5 Kontrakte SPX auf einen Schlag. Ja, ne? Kann ich euch auch zeigen. Ist jetzt auch kein, ist alles keine Raketenwissenschaft, ehrlich gesagt. Bearish Butterflies kostet ein Debit 600 bis 900, aber auch ich mache die aber auch mit Credits.
Könnte auch bei mir lernen, ne? Auch keine, jetzt habe ich schon über Mist geredet, weil die sind nämlich hier unten. Natürlich Bearish Butterflies mit dem Debit 600 bis 900 je Kontrakt auf Russell. Ab dem 2. November, den starte ich morgen. Heute ist der 1., genau. Gestern war ja der 31. Oktober, wo ich das hier gemacht habe, also die PDF gebaut habe. Für den Credit sind sie hier unten bei den Broken Wing Butterflies. Kommen wir ja selber schon mal durcheinander. Die sind aktuell inaktiv, weil die mich ein bisschen. Ja, ich habe zwar Optionet Explorer, den zeige ich euch auch mal ganz kurz gleich, weil ich werde auch ständig dazu gefragt. Heute machen wir mal alles hier rein, ne? Vom Kontoauszug bis zum Optionet Explorer, bis zu den Screenshots, bis zu dem, was ich verdient habe. Mal so ganz transparente Kiste. Also, wie gesagt, die sind momentan nicht drin. Da können wir auch noch mal ein Video. Ne, ich hatte ja schon ein Video, ne? Aber kann man trotzdem noch mal. Vielleicht fällt mir da noch irgendwie was ein. So, bärisch war, dann habe ich den 365 Leap Put, das hört sich ja richtig cool an. Ich glaube, den taufe ich fest so. Auf SPY, Prämie um rund, ja, so 600 bis 700 Dollar je Kontrakt. Habe ich natürlich auch selber, haben wir, ja, war das letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, letzte Woche, glaube ich, gemacht, ne? Wie gesagt, ich promote nichts, was ich nicht selber nutze und ich promote auch keine Strategien, die ich nicht selber nutze. Ich könnte euch 300.000 Strategien zeigen vom IBM Income Strangle. Ich nutze alles selber, kann auch alles nachweisen. So, jetzt haben wir das hier ein bisschen klein, groß. 112 Strategie auf aktuell nur XLP. Im Video hier, den zeige ich euch jetzt mal gleich. Habt ihr neulich auch gesehen, wo ich gesagt habe, den setze ich auf. Habe ich natürlich aufgesetzt. Es ist ja ein ganz langweiliger, ist auch ein minimal kleiner Trade. Wenn er aber richtig läuft, dann macht er halt auch dreistellig, ne, Gewinn. Natürlich, wie gesagt, ne? Trade small, trade often, stasty, Karma, nee, Karma, wie heißt denn das? Wenn man das immer wieder sagt, ne, ist ja auch Credo, genau, wie das Deo von früher, wenn es das noch gibt heute, keine Ahnung. Ansonsten Covered Calls auf Barrick Gold und Maiko, ne? Ich habe 1000 Barrick Golds, ich habe, was habe ich denn? 100 Microns, die habe ich schon seit gefühlten Lichtjahren hier drinne. Die müssten jetzt auch bald mal rausgehen. Jo, die Barrick Gold, die handel ich hin und her. Da habe ich, glaube ich, jetzt mittlerweile den siebten oder achten Covered Call in Folge drauf gemacht. Der bringt also richtig Kohle ein. Ja, im kleinen Stil, ne? Alles zusammen bringt dann ein bisschen mehr Geld. Ja, und dann habe ich natürlich die Put-Back-Ratios. Die laufen leider Salami-Crash taktikmäßig aktuell nicht mehr so spannend. Ich habe gestern 420 Dollar. Ich mache es mal hier. Das war einer von den Screenshots. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Am Handy mit Sicherheit nicht. Muss ein bisschen hoch machen hier. Keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Tranchen mal rauskopiert. Wie gesagt, gestern mal 420 Dollar mitgenommen. Heute steigt der WIX. Naja, 44. 0,44%. Wenn es jetzt nochmal rappeln sollte, dann mache ich zum Beispiel hier die Tranche zu. 3,475er Put auf 3,375er Put, 5 Long Calls, 3 Short Calls. Da liege ich zum Beispiel jetzt 1200 vorne. Ne? Er hätte jetzt gesagt, wenn ich in meinen Condor Strangles und in meinen normalen Strangles, Unbalanced Strangles, wenn ich da auf die Mütze kriege, wenn es richtig runterknallt, dann wird das Ding hochgehen, dann gleiche ich das hiermit aus. Ne? So ungefähr. Dadurch, dass ich denke, es gibt keinen richtigen Crash mehr, weil ich jetzt gefragt wurde, ja, glaubst du, es gibt noch einen Crash? Und ne, hier oben, die sind übrigens, die sind tot, da kommt nichts mehr. Hier 105 Minus, keine Ahnung, die werden dann auf null ausgebucht. So sind sie zumindest mal aufgesetzt worden, dass ich da nichts bezahlen. Also gratis, Hedges alles. Ich gehe nicht von einem Crash aus, auch wenn viele sagen, es gibt einen Crash. Für mich ist alles momentan im Markt irgendwo vorhersehbar. Rezession, ja, nein, wird kein Crash mehr auslösen. Das Ding ist schon komplett irgendwo drinne. Oder auf dem Radar, sagen wir mal so. Ja, Anleihen, wo soll es denn noch hingehen? Irgendwann drehen die Dinger auch wieder, ne? Dann gehen die Renditen wieder runter, die Anleihen gehen hoch. Ja, ne, ist jetzt auch nichts mehr, wo irgendwie und Zinsen und Inflation geht runter. Natürlich immer das Risiko, dass es auch wieder hochgehen könnte, weil durch die Kriege viel mehr Öl verbraucht werden könnte. Wahrscheinlich auch wird, je nachdem, wie lange die halt dauern. Ne, Ukraine, Nahost jetzt hier ist ja 400 Kilometer um die Ecke bei uns sozusagen. Wir haben ja auch die ganzen Spezialeinheiten, sind bei uns schon stationiert aus USA und Deutschland. Dann geht natürlich vielleicht auch wieder die Inflation hoch. Ja, da müssen wir halt gucken. Ne? Aber ich mache mir da, mache ich mich nicht wahnsinnig. Ne? Das ist alles irgendwo im Markt drin, wo ich, also, oder
ist schon teils eingepreist und auch irgendwo bei den Leuten auf dem Radar, dass das jetzt nicht mehr so das Ultra Black Swan Event wird. Was Black Swan werden könnte, ist für mich rein geopolitisch momentan. Sprich, es eskaliert. Ne? Iran mischt sich ein, USA zieht einen Flugzeugträger und keine Ahnung, 60 Kampfflieger oder was. Sondern flitzen die noch von uns hier los und keine Ahnung, da fliegt eine Rakete hier rüber. Glaube ich natürlich auch überhaupt gar nicht dran, aber man weiß es ja nicht, was auf der Welt los ist. Das ist für mich das Einzige, wo momentan ein Black Swan herkommen könnte. Deswegen werde ich hier keine neuen Tranchen in den Backratios aufsetzen. Dafür muss für mich der VIX erstmal Minimum auf 13, 14 runtergehen, dass ich da überhaupt wieder anfange. Ansonsten wird punktuell gehedged. Ist ja auch noch möglich, ne? So, das jetzt erstmal dazu. Ne? Das haben wir alles offen. Jetzt zeige ich euch das auch noch mal. Mal gucken, kann man das noch einen Ticken größer machen? Das ist gar nicht so einfach hier. Wenn ihr einen großen Monitor habt oder auf dem Fernseher. Das ist jetzt ein Auszug von allem, was ich aktuell laufen habe. Hier ist der SPY, das ist der 365. Der steht jetzt hier unter Cash Secured Puts und die VM-String, der steht schon seit Jahren da. Das ist aber auf jeden Fall mit 330 DTE aufgesetzt. Ne, ich kann es hier nicht größer machen. Ne, 330er Put mit 325 DTE, ne, minus 1 verkauft, bekommen hier 6,36 $, hier unten 636 Dollar. Der stand gestern bei 7% schon im Plus nach dem Tag. Er steht heute bei 10% im Plus, bei ein paar, was sind das dann? Ja, so 63, 64, 70 stand er sogar vorhin. Jo, ne? Eine ganz nette Strategie. So meine 7 DTE Bullputs, das läuft alles im Club demnächst. Das ist alles nicht aktuell aufgesetzt. Broken Wing auch nicht. Bearish Butterfly kommt. So, hier Strangle Kondore, ne? Die laufen. Hier 48%, 200 Pfund. Könnte ich heute theoretisch schon auflösen, wenn der VIX noch ein bisschen runter geht und der Markt heute noch hoch geht. Dann kann ich wahrscheinlich schon die ersten Dinger hier zumachen. Die standen vorhin bei 66% und weiß ich nicht mehr, paar 50 irgendwas. Hätte ich die ersten 500 Dollar heute schon mal drin am ersten, wäre natürlich schick. Da würde ich es auch erstmal lassen, umso weniger Stress habe ich. So, hier läuft ein Bear-Call, was ich vorhin gesagt hatte. 5 Kontrakte für 484 Dollar. Klar, es ging jetzt 2 Tage hoch. 44 DTE. Ja, ist ganz minimal im Plus, ne? Sagen wir mal auf 0. Ja, dann laufen meine Kiss-Strangles von die werden bei Trade-Helden gehandelt. Ne? Der 18% im Plus, der 50 oder 1 oder 2 und 51,9% im Plus, 37% im Plus. Das ist der XLP. Da schalten wir gleich hin. Der 112, der ist 41% im Plus. Der ist heute 50, glaube ich, gewesen. Gestern Abend. Ich weiß nicht mehr, wann ich den Screenshot gemacht habe. Steht da irgendwo eine Uhrzeit hier? Nee. Irgendwie Abend oder frühen Abend war das, glaube ich. So, Covered Calls, ne? 10 mal Barrick Gold, einmal Micron. Ja, sieht auch ganz gut aus. Normalerweise ist das hier alles voll bei mir. Die Zero DTEs, wie gesagt, die laufen auf einem knappen 40.000er Konto im Club demnächst. Das heißt demnächst in einem halben Monat, ja nur noch in 2 Wochen. Guten 2 Wochen, nee, in 2 Wochen. Bei Amo Brokers auf einem, ja, 40k Depot, aber im Club dann. So, jetzt schalte ich euch auch einmal kurz. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Machen wir gleich. Das ist der Option Net Explorer. Hier, XLP 112 Andino OK. Hatte ich auch im Video so kommuniziert. Ja, das ist dann halt, das ist das Performance-Profil. Ne? Expiration ist hier. Aktuell keine No-Bid-Ask-Prices, weil wir haben 13:20 Uhr. Der Markt hat noch nicht offen, der macht eine Stunde früher auf, aber dauert halt noch ein Momentle. Ja, geht's nach oben. Haben wir hier 57,60 $. Habt ihr eben auch vielleicht gesehen, welchen geguckt hat, sonst scrollt nochmal zurück. Das ist die T plus 0 Linie, die erste. Das sind T plus N, die kann ich hier zuschalten. Ich wollte jetzt hier 3er haben. Ich könnte jetzt hier auf 4, 5, was weiß ich. Ich kann auch zu den verschiedenen Daten hier springen, was ich angezeigt haben will. Hier ist der Markt. Was zeigt er an? P&L 36. So, wenn ich jetzt hier mit dem Fadenkreuz drauf gehe, seht ihr hier unten, ne, das Ding hier, was bewegt, 37 Dollar im Plus. Meine Intention wäre, dass wir einen Rücksetzer kriegen, nach wie vor. Ich bin ja jetzt schon hier Anfang, warte mal, ich mache mal größer, hier schon ein bisschen, mal noch größer, im Zelt. Ne? Hier ist ja das Zelt von dem
von dem, ja, es ist ja wie ein Butterfly. Es ist aber kein Butterfly, weil hier unten ist kein Longleg, ne? Das ist offen. Also an, ja, also volles Risiko halt, ne? Undefined Risk, das Wort wieder vergessen. So, geht's jetzt hier hoch? Seht ihr, hier oben ist die schwarze Linie und hier steht, dass die schwarze T plus 10. Ne? In 10 Tagen, wenn ihr jetzt auf die Zahlen hier guckt, gehe ich jetzt hier auf den Preis. Wenn nichts passiert, steht bei T plus 10 82 Dollar. Wir haben aber nur 57 gekriegt. Ja, geht das Ding jetzt zum Beispiel, ja, läuft die Laufzeit weiter? Gehen wir natürlich mit den Linien hier oben hin. Ich kann es ja mal, wartet mal. Blenden wir mal ein, für die, die es nochmal sehen wollten. Hier, ne, bop, 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 bop. So, lila, T plus 12. Ja, wenn der Kurs hier bleibt, T plus 12 sind wir bei 90 Dollar. Geht jetzt zum Beispiel die Vola noch raus, weil der Markt steigt? Gut, dann laufen wir natürlich blöderweise wieder nach rechts. Ich hätte ja gerne, hier, guck mal, hier oben ist noch ein Minus. Ja, 2% runter, das wäre mir genau genehm. Mitten ins Zelt rein, dann kommen wir natürlich hier oben auf den Höchstgewinn von hier an die 160 Dollar. So lange werde ich aber nicht halten, ne? Oder vielleicht werde ich auch doch halten, weil ich habe ja gesagt, Andienung okay. Also könnten wir es eigentlich mal laufen lassen. Vielleicht mache ich sogar mal ein Update. Ja, ein Beitrag dann jetzt für ein Video reicht, ist es glaube ich zu too much. Auf jeden Fall würde jetzt die Vola noch rausgehen. Dann guckt euch mal die T plus N Linien an. Hier die, was dann passiert. Dann rennen wir schön ins Zelt hier oben rein. Ne? Jetzt machen wir die Vola wieder auf Zero, also auf den aktuellen Stand von gestern. Ja, jetzt so funktioniert das. Jetzt mache ich euch noch mal den SPY hier rein. Gucken, dass wir Daten bekommen. Das ist unser 300. Oh, was haben wir jetzt hier? Ach, jetzt kriegen wir keine Daten. Wartet mal, müssen wir auf gestrigen Tag. Doch, hier ist er. Na, so sieht er aus, der 365er. 636, nicht wundern, dass hier Kost steht. Na, wenn ein Minus steht, ist es ein Debit. Wenn da kein Minus steht, dann ist es ein Credit, also in grün, in schwarz. Wir haben rein verdient 20 Dollar mit Stand von gestern, auch wenn er auf dem 1. November steht, aber der Markt hat noch nicht offen. Jo, ne? Und dann eiern wir mal wieder rum und guckt mal oben. Wir können hier 10, 11, 12. Wir können 20%, 21% verlieren und hier sind wir auf der Break-Even, die gestrichelte Linie. Da sind wir bei 22,5% Minus. Ja, wir wollen im Schnitt nur 30% Take-Profit haben oder 200% Stop. Oder wer gut drauf ist, lässt sich das Ding für einen schmalen Kurs andienen bei, wo sind wir dann? Bei 330 Dollar. Na, also, wenn der S&P auf 3300 fällt und du lässt dir das Ding andienen für 33 Dollar, dann bist du wahrscheinlich schon bei 1,8, 2% Dividende, aber irgendwie was in dem Dreh oder noch höher, ich weiß das nicht auswendig. Kann man auch machen, ne? Und dann schön mal gucken. So. Habt ihr auch nochmal den Option Net Explorer gesehen, live und in Farbe. So, wir fangen mal an. Performance. Wie lief der Oktober? Option plus Dividenden gerundet. Ne? 10 Dollar hoch, 10 Dollar runter. Hier 2,99, 7,9. Habe ich jetzt mal auf 3.000 gerundet. Bei Optionen habe ich 4.000 geschrieben. Ich habe aber gesehen, ich habe 10 Dollar irgendwo nochmal abgezogen kriegt, weil irgendwo eine minimale Long-Option ausgelaufen ist. Die wird natürlich als Minus dann reingeladen. Ich war gestern irgendwo bei 4.020, deswegen habe ich jetzt geschrieben 7.000. Ne? Ich sehe es mir nach, wenn ich hätte eigentlich auch eine 6.900, keine Ahnung, 97 da oder irgendwas hinmachen müssen. Aber ich dachte, eine 7 sieht schöner aus. Ne? Eigentlich war ich ja auch über 7, aber uneigentlich dann halt doch nicht. Ja, wir haben gemacht, zweite, also 3.000 Dollar, nur hier steht. Monatlicher Schnitt liegt aktuell bei 3.320 Euro. Ach, Dollar, Mensch, das ist ein Euro, ist ein Eurozeichen. Das ist ja alles in Euro gerechnet. Ne? Ich bin ja in der EU. Mein Ziel ist 3.500, werde ich dadurch schon schaffen, weil hier die ganzen T-Bills Cashflows jetzt irgendwann anfangen. Zum Beispiel im Januar kriege ich 1.500 Cashflow aus dem T-Bill von Januar 23, der Januar 24 ausläuft und so weiter. Das heißt, da wird es natürlich dann knallen, aber Januar ist sowieso ein niedriger Monat. Deswegen habe ich da einen hohen T-Bill Cashflow reingenommen, dass ich wieder so irgendwo auf meine, ich werde schon auf meine 3000er kommen und dann ist es auch gut. Ja, spaßeshalber Steuersparnis gegenüber Deutschland ungefähr 9000 Dollar aktuell. Ne? Da kannst du dir dann schon mal ein kleines Häuschen mit Pool von der Steuersparnis holen. So, Freunde, das war's dazu. Jetzt werden sie alle fragen: Du wolltest doch noch? Ja, hier ist er, ne? Der Kontoauszug. Wir machen jetzt mal, ne, bevor jetzt wieder einer kommt, ja, du zeigst ja hier schön 4.000 Dollar mit Optionen. Ich handle auf 210.000 US-Dollar aktuell, da liegen wir irgendwo bei knappen 2%
Performance auf die Optionen gesehen. Ich kann es halt, wie gesagt, nicht ordentlich zeigen, weil bei mir ja alles drin ist. Ihr werdet es jetzt auch gleich mal sehen. Ne? Wie gesagt, ich habe ja nichts zu verbergen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wo gehen wir denn hin? Auf realisiert. Jetzt machen wir mal monatlich. Ach ne, bisher der erste. Da ist noch kein. Da ist noch kein Oktober drin. Dann gehen wir hier drauf. Nee. Benutzerdefinierter Zeitraum. So, wo war der erste? Ne, der zweite ist ein Montag. 2.10. bis 31. Dann machen wir HTML-Anzeige. So, ne, ich glaube, transparenter geht es denn dann auch nicht mehr. Ne, hier oben jetzt meine ganzen persönlichen Daten, lasse ich jetzt mal raus. Aber ja, ne, willkommen Carsten hier. So, wo war ich denn jetzt? Lass mal das nicht so ganz verschieben hier. Jetzt gehen wir mal auf die. Das muss ich mich selber konzentrieren. Hier drauf. So, realisiert, ne? 1.10., also Oktober. Realisiert, unrealisiert. Wie gesagt, der Markt geht runter. Ich habe unrealisierte Verluste von, weiß ich nicht, 20, 30, 40.000 oder irgendwie was, weil ich ja extremst viel Anlagetitel haben, die richtig auf die Nase gekriegt haben, speziell die Anleihen abhängig sind. Also wenn Anleihen hochgehen, dann gehen die halt richtig runter. Aber ja gut, ich halte es ja noch 20 Jahre oder 30, mal gucken, wie lange wir noch leben. Ihr guckt bitte hier drauf, realisiert Gesamt. So, Aktien, 0. Ne? Haben ja auch nichts gemacht. Hier minus 35 jetzt sogar aktuell. Ach, ich zeige euch gleich nochmal einen anderen. Wir können ja auch nochmal zurückgehen. Ne? Wie gesagt, ihr sagt, oh, nur der Oktober hat ja nur Geld verdient und die anderen 12 Monate wahrscheinlich verloren. Nee. Ich zeige euch nochmal, mach mal gleich in September oder was davor war. Dann seht ihr auch hier, merkt euch mal 35.000 minus. Aber in erster Linie geht, also ne, aufs Aktien jetzt Buchverluste. So, hier. Aktien und Indexoptionen. Ne? Hier sind die Golddinger drin und Micron und hier Russell. Und jetzt hier die ganzen Russell und SPX. So, hier müssen wir gucken. So, da hätten wir dann den kleinen Beweis, 3.990. Ja, schade, dass da gestern stand eine 4.020. Na, ist ja egal, ne? Es ist ja reines Kosmetikding. Unrealisiert habe ich 5.648. Ne? Das war die unrealisiert Gesamtspalte, das ist die realisiert Gesamtspalte. So, dann sind hier nochmal, da habe ich, ach, Nasdaq Future, da habe ich irgendwie missgebaut, da bin ich rein, da bin ich raus. Verlust. So, Devisen haben wir 6,20 Dollar gekriegt. Treasuries gar nichts. Haben wir jetzt eigentlich 3.970, ne, statt 4. Und mit den ganzen unrealisierten Gewinnen sind wir bei minus 25 Buchverluste. Die holen wir easy wieder rein. Da mache ich mir, selbst wenn die bei 70 stehen, wenn der Crash kommt, ist mir auch völlig egal. Ne? Muss in 10 Jahren, sollte vielleicht ein Plus da stehen. So, jetzt haben wir mal das gemacht. Jetzt gehen wir nochmal auf die Kontoauszüge. Habe ja gesagt. Das ist, heißt, ja, jetzt hat er mal Glücksmonat, wartet mal, Andienung, wo waren wir denn eben? Aktivitäten, ach, Übersicht realisiert. So, ich muss was essen, Mensch, ich bin schon unterzuckert hier. Monatlich, so, was wollen wir noch machen, hier im September oder was, machen wir den auch nochmal auf, gucken, was da, ich wusste selber nicht mehr. Lass mich auch mal mit überraschen hier. Da, ne? So, realisiert, unrealisiert. Was hat man eben? 35, ne? Bei den jetzt, nicht bei den Optionen, hier wieder die ganzen Aktien. So, wir gucken wieder auf die Spalte. Realisiert Gesamt. Null. So, ihr seht es schon. Minus 10.000 im September, ne? Sah es noch ein bisschen besser aus. Aber ihr seht hier nichts realisiert. Also, ich verkaufe nichts. So, jetzt kommen hier die ganzen Prämien. Ne? Das sind hier mit minus 6.000 plus 4.000. Das sind alles Hedges, die ausgelaufen sind. Und alles mögliche andere in dem Dreh noch. Und da haben wir, was haben wir denn da? Da haben wir 3000, sagen wir mal 200 oder was, ne? Hier haben wir noch ein bisschen Cashflow. Haben wir 3,5 aus Optionen gemacht. So, und ihr seht es jetzt hier. Kann man es eigentlich sehen? Ja, ne, ist drauf. Nur noch minus 2800. Da seht ihr eigentlich, wie mein Depot abkackt, auf Deutsch gesagt. Weil der breite Markt halt abschmiert. Und speziell jetzt spezielle Closed-End-Funds und diese ganzen Geschichten. Die fliegen mir jetzt halt richtig, ne? Das sind alles hier Closed End Fund, BST, hier, das ist hier ein Closed End Fund auf Tech Stocks, ne? Wo ist der Nasdaq hin? Seht ihr ja selber, brauche ich ja nichts mehr erzählen. So, was haben wir dann jetzt? Ach Gott, 28, ja komm, da können wir noch 2 Minuten dran halten, hängen. Wollen wir in August auch nochmal reingucken oder was? Ist ja jetzt eigentlich, wo muss ich denn hier, ne? Ist ja auch egal jetzt. So, August, da mache ich jetzt aber nicht jeden Monat. Dann sind wir hier noch 100 Jahre beschäftigt.
Übersicht realisierte. So, hier realisiert. Gesamt. Wir gucken auch mal wieder hier unrealisiert. Aktien. Nix. Hier. 11.800 plus. So sah es noch im. Was habe ich gesagt? August, ne? August aus. Ja, September hat man davor. 11.800 plus. Ja, was willst du machen, ne? Deswegen ist es halt blöd, dass ich Gesamtperformance zeigen kann. Ist halt. Ja, ich müsste das getrennt haben. Aber eigentlich, dadurch, dass ich auch die T-Bills alles hier drin habe, und mache ich das zusammen mit wegen der Margin. So, 2,9, dann haben wir hier Devisengewinne, dann haben wir hier gar nichts. Ja gut, Devisen können wir jetzt so richtig nicht zählen, aber eigentlich auch wieder doch. Ja, sagen wir mal 3,5, guck mal hier, 18.600 unrealisiert plus. Ja, ne, wird auch irgendwann wieder da stehen. Wir können das ja mal öfter mal, wenn das sowas interessiert hier, wenn es uns zu langweilig ist. Ich habe da, wie gesagt, mir ist das völlig egal. Ich habe euch gesagt, ich muss meine Kohle damit verdienen. Und so ist es auch. So, ne, hier, da hat man ja letztes Mal schon gesprochen. Stunden, 70 Dollar, Euro. Bin viel zu billig, habe ich mir sagen lassen. Ja, mir ist es egal, wenn das natürlich immer weiter hochgeht. Ich habe jetzt schon doch einige Anfragen gekriegt. Vielleicht muss man es auch mal irgendwie nach oben schrauben, ein bisschen. Ne? Vielleicht mache ich auch mal irgendein richtiges Programm. Aktuell ist es okay für mich. Wer Lust und Laune und keine Ahnung was hat, da irgendwie sich mal. Strategien, ne? Keine Ahnung, hast ja vorhin, hast ja hier gesehen, ne, hier, ne, den ganzen Kram. Wer es lernen will, wer sagt, ach, ich mit meinen blöden Aktien-Shortputs, dann mache ich das tolle Wheel of Fortune, hier das Glücksrad, ne? Das heißt ja nicht umsonst so. Ja, mache ich natürlich auch mal, aber dann macht es bitte auf gute Aktien, auf langweilige Aktien, auf Deutsch gesagt, scheiß auf die hohen Prämien von den Tech-Dingern hier oder was weiß ich, von irgendwelchen Biotech-Teilen. Die habt ihr dann da drinnen liegen. Ne? Ich habe auch so ein paar Mahnmale, kann ich euch auch nochmal irgendwann zeigen, die ich mir zu Corona reingeholt habe, weil ich dachte, oh, die ganze Welt dreht sich 300, was? 180, nee, 365 Grad noch, Frau Bock zu sagen, also um 180 Grad dann wird alles anders und ja, hast du dir auch mal irgendeinen Mist reingelegt, ne? Der im Nachhinein, Baosun und sowas, ne? Liegen immer noch da drinnen. Eine Mara Digital, wobei die steigt sogar wieder, ne? Aber ja, vielleicht sind sie auch irgendwann wieder draußen. Wer weiß, lass sie halt mal liegen und gucke mal. Ja, so viel dazu. Also wie gesagt, wer da überhaupt nicht profitabel wird oder total oder sagt, ach, scheiß Option, das funktioniert nicht. Ich mache jetzt Daytrading, da mache ich 300% im Jahr. Erzählen mir zumindest alle. Ruft vorher nochmal durch. Dann erzähle ich euch da nochmal was zu. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. War mal jetzt ein bisschen anderes Video. War mal, ja, ne? Das, was immer alle sagen, wenn einer verkauft, ich bin ja ganz genauso. Wenn ich, bevor ich nochmal irgendwo ein Coaching mache, sag, pass mal auf, Kollege, leg mal deinen Kontoauszug rein. Zeig mir erstmal, dass du überhaupt irgendwie Geld verdienst mit der Börse. Ob das jetzt Dividenden sind, ne? Da musst du ja auch erstmal irgendwie anlegen können, dass da am Ende auch was rauskommt und nicht da irgendwie 190.000 Dollar Buchverluste stehen und dann kriegst du 500 Dollar, kriegst du Prämien und zeigst nur die Prämien. Oder wenn du mit Optionen rummachst, ja, dann zeig halt mal. Es muss ja auch keiner die riesen Prozente machen. Wir wissen ja alle, ne? Ein, zwei, vielleicht gibt es auch wen, der immer 3% schafft im Monat. Mehr ist eigentlich so gesehen jetzt nicht drinne, ne? Klar, wenn es Zero DTI werden wir sehen. Vielleicht kommen wir auf 4% im Monat, keine Ahnung. Aber lasst euch nichts erzählen. Aber dafür habe ich im letzten Video, glaube ich, genug erzählt. Ich verabschiede mich jetzt. Wir sind schon wohl über eine halbe Stunde. Ich lade das Video wahrscheinlich Sonntag hoch. Ich muss es mal gucken, ne, damit dann was drin ist. Sonst macht der Google-Dingens da. Ach, Google, YouTube-Algorithmus wieder blöd. Ja, gerne Kommentare, Likes immer unten rein. Mein Lieblingshater auch mit seinem Minus-Trade-Daumen nach unten auch gerne rein. Überhaupt kein Problem. Und ja, ne, ich sag mal, bleibt mir sauber und treu. Bis bald. Ciao, ciao.